Friends, was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir reagieren heute auf lebenslang. Erkenne den Serien. Von Naim Sky. Das Video wird schon des Längeren promoted. Ja. Und endlich ist es raus. Und wir sind gerade live auf Twitch. Und wenn du das nächste Mal dabei sein willst und das Ganze nicht live verpassen willst, der Link ist in der Beschreibung. Yes. Kommt gerne rein. Viel Spaß mit dem Video. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Let's go. Let's go. Milwaukee police found body parts in a Northside apartment, and now they wonder if they've uncovered some kind of death factory. Now charged with attempted first-degree intentional homicide. Ein grausamer, intelligenter, sadistischer Serien. Ah, nee, ein so was wird das. Sent text messages to his parents about wanting to be a serial killer. Serial killer. Same jury that last Tuesday found Ted Bundy guilty of the Kyle Mega murders has now voted to send him to Florida's electric chair. Boah. Von welcher Serie war das? Ist das von Haus des Geldes? Doch, ich glaube, das war von Haus. Ja, doch, ich glaube schon. Ja, ne? Ich glaube schon, ja, Mann. Aber der Anfang ist krass gemacht. Ja, ja. Puh, Freunde, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr aufgeregt, denn über eine Planung steckt jetzt in dem Video drin, denn die drehen heute Erkenne den Serien. Das heißt, von allen Teilnehmern, die heute hier sein werden, werden alle behaupten, mindestens 3 Personen in ihrem Leben zu haben. Aha. Aber tatsächlich sagt nur eine Person die Wahrheit. Wir werden das Ganze heute auch ein bisschen anders aufziehen. Das heißt, die Teilnehmer werden sich hier auf diesen Stuhl setzen und werden dann ihre Geschichte erzählen. Und wir werden dann nach und nach entscheiden, wer die Wahrheit sagt und wer lügt. Wir werden einzelne Fragen stellen, aber werden uns dann hinterher nochmal beraten und dann eine endgültige Entscheidung treffen. Vorab ist natürlich ganz wichtig zu erwähnen, wir distanzieren uns natürlich von jeglichen Gewalttaten. Nichts rechtfertigt einen Mord, aber ich denke mal, das ist jedem von euch da draußen auch klar. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass die Folge heute einen sehr, sehr spannenden Einblick in die Thematik gewährt. Und ich habe mir auch für die heutige Folge eine sehr kompetente Jury organisiert, unter anderem eine Richterin. Und ich finde, allein die Gegenüberstellung zwischen Richterin und potenziellem Serien auch sehr, sehr spannend. Ich denke mal, dass die gute Dame das für uns auch sehr, sehr gut alles einordnen kann und ihre Expertise in die heutige Folge mit einbringen kann. Ja, ich bin super, super aufgeregt. Ich würde auch sagen, wir schnacken gar nicht was rum, sondern bitten unsere Special Guests an der Stelle einmal bitte rein. Okay, der Cutter wieder. Servus. Die Richterin. Susanne, na, wie geht's dir, alles gut? Ja. Salam, Susanne. Kannst du dich setzen? Dankeschön. Servus, Ryan. Hey, der beste Junge! Ich bin aufgeregt. So, jetzt können wir direkt anfangen. Jetzt kommen wir direkt zu den Teilnehmern. Seit einem Jahr promotet und plant er das Video. Woher weißt du das? Hat er doch gesagt. Ach so, okay. Er meinte, seit einem Jahr sitzen die an dieser Folge. Ups. Ja. So, die haben eine Richterin am Start. Und es gibt jemanden, der hat 3 Morde begangen. Ja. Und den suchen wir. Okay. Bruder, das ist ein hartes Thema, ne? Wir distanzieren uns auch von jeglichen Aussagen, die wir falsch treffen sollten. Alles, was wir sagen, dient nur jetzt zu der Folge. Wir versuchen uns sehr, sehr vorsichtig auszudrücken. Falls wir irgendwas sagen oder es uns ausrutscht, tut uns das leid. Aber auch diesmal anders. Die zeigen nicht alle Teilnehmer am Anfang alle zusammen, ne? Sondern jetzt kommt einer nach dem anderen genau. rein. Voila, krasse Uhr bei Naim am Arm, Alter, muss man schon sagen. Dann bitte ich Sie, mit Ihrer Geschichte loszulegen. Ja, es fällt mir jetzt nicht so einfach. Es ist erstmal, dass ich in der Öffentlichkeit meine Geschichte erzähle. Also sehen Sie das bitte ein bisschen nach. Ist nicht so einfach. Ich habe 33 Jahre in einer psychischen Einrichtung verbracht, weil ich für einen Menschen verantwortlich bin. Es nagt halt noch ein bisschen. Ich habe halt, auch wenn sich das jetzt klischeehaft anhört, noch nicht allzu gute Kindheit hinter mir. Bin geschlagen worden. Meine Mutter konnte mich nicht leiden, weil ich wie mein Vater war oder dem sehr ähnlich war. Meine Mutter hat sich scheiden lassen, als ich 2 war. Ich bin mit 4, 5 Jahren Sex, bis ich 14 war. Ach, da habe ich meinen Panier die Treppe runtergeschubst in den Keller und der ist nicht wieder aufgestanden. Ich habe mich ins Bett gelegt und schlafen gelegt und da er hoch alkoholisiert war, ist man davon ausgegangen, dass er aus Versehen die Treppe runtergefallen ist. Und so hatte das kein Nachspiel für mich. Mit 16 wurde meine Freundin schwanger. Wir sind beide noch zur Schule gegangen und ich habe sie dazu gezwungen, abzutreiben. Ich war damals auch in nicht allzu guten Kreisen unterwegs. War sehr viel aggressiv. Heute würde man sagen, verhaltensauffällig. Aber damals war das noch relativ normal. Wir haben uns alle geprügelt. Aber ich war halt immer mit treibende Kraft. Ich schlag auch heute noch gerne, aber habe das Gott sei Dank kanalisieren können. Ich bin in der SM-Szene unterwegs. Boah. Deshalb auch hier den Ring der O an der linken Hand. Mit 22 hatte ich einen Verkehrsunfall. SM-Szene. Harbi Dallan? Erklär am besten mal den... Ich weiß doch selber nicht, Cousin. Was soll ich da erklären?
Schmerz zufügen und schmerzliebend. Was? Also bei dem Geschehen, weißt du? Zwischen Mann und Frau, die lieben, ja so, ihr checkt schon. Gestempelt wurde und 25 habe ich meine damalige Freundin mit dem Hammer. Hab die Treppe runtergeschubst und bin davon ausgegangen, dass das wieder wie ein Unfall aussehen würde. Hab die, wie gesagt, die Treppe runtergeschubst und bei der Autopsie hat man natürlich die Hammerschläge festgestellt. Dann wurde ich halt zur psychischen Einrichtung gebracht, weil ich halt verhaltensauffällig war. Und da habe ich dann 33 Jahre verbracht. Ich bin mit 55 entlassen worden, stehe immer noch unter Psychopharmaka, unter ständiger Beobachtung. Ich muss mich regelmäßig melden. Wird regelmäßig ein Blutbild gemacht, ob ich meine Psychopharmaka auch wirklich regelmäßig nehme. Ja, und seitdem versuche ich mein Leben in den Griff zu kriegen mit Sozialarbeiter von der Caritas, von der Diakonie. Ich habe jetzt eine kleine Wohnung, in der ich lebe, in Ahrweiler. Muss halt mit der Vergangenheit klarkommen. Schlaf nicht gut. Ich habe eine Zeit lang Schlaftabletten nehmen müssen und bin aber auch weiterhin in psychischer Behandlung. Wie gesagt, ich gehe zum Therapeuten regelmäßig, einmal die Woche, wie gesagt, zweimal. Zu Sozialarbeitern, die mich unterstützen, die nach mir gucken, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie. Danke dir erstmal für die Geschichte. Eine Frage noch. Du hast gesagt, mit 25 hast du deine Freundin erschossen. Ja. Ist das der einzige? Den man mir nachgewiesen hat. Ich habe ja, wie gesagt, mein Peiniger, das war ein Freund von meinem Stiefvater, Entschuldigung, die Treppe runtergeschubst, absichtlich. Und da ist der gestorben? Da ist der gestorben. Und ich habe mich dann schlafend gelegt und da der über 2 Promille im Alkohol, Blut im Alkohol hatte, ist man davon ausgegangen, dass er im besoffenen Kopf einfach die Treppe runtergefallen ist. Das sind dann aber nur 2. Darf ich du sagen? Ja. Ist das okay? Kannst du mir bitte gerade nochmal sagen, ich hatte das vorhin akustisch nicht verstanden, mit 22 hattest du irgendwie, da war auch was, ein Verkehrsunfall? Da war ein Verkehrsunfall, ja. Ja, und da ist auch jemand gekommen, oder? Da ist auch jemand. Aber ich bin abgehauen, habe Fahrerflucht begangen und man konnte mir das nicht nachweisen. Aber wie gesagt, ich muss damit leben. Ich sehe die manchmal nachts bei mir am Bett sitzen. Das ist nicht so, wie das immer in den Filmen dargestellt wird. Dann, wie nennt man das? Wäre das dann nicht fahrlässige verjährt die irgendwann? Also kommt auf den Unfall tatsächlich drauf an. Also fahrlässige, wenn man halt aus Unachtsamkeit zum Beispiel abends im Dunkeln irgendwie zu schnell fährt. Ne? Das verjährt tatsächlich. Wenn du jetzt jemanden einfach überfahren hast, weil du dich an ihm rächen wolltest oder so, dann ist natürlich ne? Der verjährt nicht. Der verjährt nicht, ne? Genau, ist möglich eine Frage, ob man es nachweisen kann nachher. Ne? War das wirklich ein Unfall, so ein unglückliches Ereignis? Oder? Ja, ich hatte schon einen Hass auf den. Es war ein alter Klassenkamerad, der mich immer provoziert hat. Die anderen 2 Fälle, 2 Personen von dir die Treppe runtergeschoben. Und die 2 Menschen dann auch gestorben? Ja, war die eine nicht, die habe ich halt totgeschlagen. Die hat den Sturz überlebt, lag zwar schwer verletzt auf dem Boden und dann bin ich mit dem Hammer runter. Dann habe ich mit einem Hammer. Und deshalb ist das auch aufgefallen, weil die Polizei natürlich eine Autopsie angeordnet hat und dann festgestellt hat, dass halt diese viereckigen Abdrücke vom Hammer. War das aus Wut? Ja. Sie ist schwanger geworden, obwohl sie wusste, dass ich das nicht wollte. Ich wollte keine Kinder haben und hat mir dann irgendwann gesagt, dass sie schwanger ist, aber über den Termin darüber hinaus war, dass man es noch hätte abtreiben können. Ja, und dann habe ich sie die Treppe runtergeschubst und habe gedacht, wird genauso wie bei dem Freund meines Vaters. Nein, sie hat Glück gehabt, hat es überlebt und dann bin ich hin und habe sie. Was ich mich jetzt frage, wie siehst du das Ganze denn heute? Ich bereue die Tat, ich kann das aber nicht mehr gut machen. Ich kann die Leben nicht mehr zurückholen. Das Ding ist halt, er sagt, er hat halt damals den Typ runtergeschubst, die Treppen runter und ist dann schlafen gegangen, ne? Und, aber dann bei der Frau hat er sie auch geschubst und dachte, das endet dann wie bei dem Typen. Mhm. Aber ist dann nicht so geendet. Naja, und dann hat er nachgeholfen mit dem Hammer. Ja. Ich weiß nicht, Alter, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. So, weißt das ist ein hartes Thema, ne? Und wir müssen aufpassen mit dem Wort mit Tö und Mö, weißt du? So. Ich weiß halt nicht, Alter, das wird, glaube ich, echt eine sehr, sehr schwere Folge. Aber er geht ja in dem Moment dann davon aus, dass es genauso wird wie bei dem Typ vorher, ne? Mhm. So, woher wusste der in dem Moment, als er schlafen gegangen ist, dass der da... Ja, das ist eine gute Frage. Weißt du, der muss das ja im Nachhinein erst mitbekommen haben. Das, was gestern passiert ist, ich meine, ich bin auch älter geworden. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche geführt in der Therapie. Sind denn die damaligen Gründe für die Taten, kannst du die heute noch nachvollziehen? Nein.
Nein. Wenn mir das heute nochmal passieren würde, würde ich anders reagieren. Ich würde mich freuen, wenn meine Freundin ein Kind kriegen würde. Das heißt, du bereust jetzt diese Taten. Damals, das ist vor 30 Jahren passiert, wie hast du dich dann dabei gefühlt, nachdem diese Menschen gestorben sind? Ich habe mich, als der Freund meines Vaters gestorben ist, habe ich mich gut gefühlt, weil mein ja, unverwundbar, weil ich damit durchgekommen bin. Eine Frage zu, um es vielleicht psychologisch vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Du hast die eine Frau die Treppe runtergestoßen, sie hat überlebt und dann wahrscheinlich aus einer Kurzschlussreaktion oder aus Panik den Hammer genommen und damit sie nicht gegen mich aussagen was kann. Was war der erste Gedanke in dir? Sie hat überlebt und du hast aus Panik gehandelt, damit sie dich nicht verrät, weil sonst würde sie ja sagen, du wolltest mich oder war es der Hass, weil sie überlebt hat und du wolltest sie Hauptsache ein Teil von beiden. Ja, ich war einfach, zuerst war ich froh, dass sie runtergefallen ist und dann bewegte sie sich noch und schrie um Hilfe und dann habe ich einfach in den Werkzeugkasten gegriffen, habe mir den Hammer genommen. Ich habe einfach rot gesehen. Ich hätte vielleicht noch eine Frage. Du hast gesagt, also du hast die 33 Jahre in einer psychiatrischen Einrichtung verbüßt. Ja, in Sicherheitsverwahrung. Ja, okay. Und warst also gar nicht im Knast? Nein. Magst du mir die Diagnose sagen, die du hast? Hast du eine Diagnose bekommen, die du mir sagen kannst? Ich habe eine schizophrene Spaltung mit Hang zu Verhalten, dissoziative irgendwas. Ich kenne mich da nicht so ganz mit aus. Dissoziative Persönlichkeitsstörung. Ja. Wird auch natürlich, wenn ich gehe und wird das Ganze natürlich nochmal verstärkt. Ja, und dann natürlich auch durch meine Kindheit. Meine Mutter wollte mich nie haben. Und da ich auch nach meinem Vater kam, hat sie mich das immer spüren lassen. Die hat immer gesagt, du bist wie dein Vater, wie ihr kratzt. Das führt dann natürlich dazu, dass ich dann halt immer wieder rebelliert habe. Und vielleicht noch eine letzte Frage von mir dazu. Du hast gesagt, deine Ansichten haben sich jetzt heutzutage geändert. Das ist ja auch gut. Aber wenn du mal an früher denkst, was hast du denn dabei gefühlt? War das eher Gleichgültigkeit, als du dann den Hammer genommen hast, jemanden die sei es bei dem Autounfall, also war es dann eher so, Hauptsache, ich krieg meinen Willen da jetzt durch? Oder taten dir die Person leid? Oder wie die würdest du mir gar nicht leid getan. Überhaupt nicht. Das war. Also keine Reue, keine Schuld. Nein. Gefühle. Ich war sauer, dass ich da noch was machen muss. Ja, ich hab einfach nicht nachgedacht. Ja, wenn ich nachgedacht hätte, hätte ich nicht den Hammer genommen. Dann hätte ich im Kopf. Dann hätte das wie ein Unfall weiter ausgesehen. Aber so war ich einfach stinkig sauer, griff nach dem Hammer und. Entschuldigung. Das ist in Ordnung. Du hast noch eine Frage, Susanne? Oder was passiert hier? Ja, ich habe noch eine Frage. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu intim ist oder so, aber du hast es ja selber gesagt. Also habe ich richtig verstanden, dass du jetzt heute die Aggressivität, die in dir steckt, dann sozusagen kanalisierst und bist aktiv in dieser. Ist richtig? Ja. Okay. Aber früher, wenn du sagst, du hast dich gern geschlagen oder so, das hört sich für mich ja so an, als ob es keine Komponente hatte oder ein Reiz oder spielte das auch mit? Kann ich damals nicht sagen. War nicht. Ich habe das halt später festgestellt, dass ich halt gerne Leuten zufüge. Und dass es da ein sehr großes Portal gibt, da ist das Internet sehr, sehr hilfreich gewesen, dass ich gar nicht so abartig bin, wie ich gedacht habe, dass es viele Menschen gibt, die das freiwillig machen. Und ich würde heute keiner Frau mehr was tun, was sie nicht will. Erlaubt ist nur das, was erwachsene Menschen freiwillig tun. Das ist mein Motto. Und dank meiner Psychopharmaka und dass ich dann halt meine Neigung trotzdem ausleben kann in dementsprechenden Clubs, komme ich damit ganz gut über die Runden. Dankeschön. Okay. Dann vielen Dank für die Geschichte. Und dann würde ich sagen, bitten wir den nächsten Teilnehmer bitte rein. Falls er das nicht sein sollte, schockiert mich das trotzdem. Übertrieben, ja. Weil ich frage mich auch bis heute, wie bekommt er diese Menschen dahin? Wie bekommt er die Menschen dahin, die blöffen? Und wie bekommt er die Menschen dahin, die es sind? So, Janne, er hat da jemanden sitzen, der dreifache Dinge zu begangen. Vor allem bei der Thematik. Weißt du, was ich meine? Ja, oder kann auch sein, dass die Richterin welche freigestellt hat für diesen Aspekt. Kann auch sein, ja. Weißt du, was ich meine? Um was Aufklärendes, da ein aufklärendes Video zu veranstalten. Oder ist schon crazy. Ich glaube, diese Folge wird sehr, sehr schwer. Ja, definitiv. Ey, ich sag euch ehrlich, er kam schon sehr glaubwürdig rüber für mich, ne, muss ich sagen. Ich finde auch, ich würde den nicht direkt absprechen, dass er lügt, Freunde. Spannend, so eine Geschichte zu hören, aber ich kann es einfach nicht glauben. Das ist auch mein erstes Bauchgefühl gewesen, eher nein. Gar nicht, ne? Bei mir ist auch nichts angekommen, muss ich sagen. Weil ich finde, er redet auch, ich weiß nicht, ist
es war auch alles irgendwie zu trocken. Was sagt ihr denn? Er kam rein und ich fand, er hat direkt so einen drückten Eindruck gemacht, nach unten geschaut. So. Ja. Das ist, als hätte er die Anweisung bekommen, sei mal ein bisschen traurig, bedrückt, als würde es dir leid tun oder so. Aber das, was er, wie er ausgesehen hat, hat er nicht so verkörpert in dem, was er gesagt hat. Und ich finde auch, waren zu, ja, wurde ich nicht erwischt und ja, war ein Unfall. So. Es war alles ein bisschen schwammig. Und so. Ich glaube auch nicht, dass man darüber dann reden würde, weil, wie du ja schon gesagt hast, verjährt nicht. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob du hierher kommen würdest und dann nochmal dafür sorgen würdest, dass vielleicht nochmal Ermittlungen Yo, irgendwie... Yo, Alter, er sagt ja, dieses eine wurde nicht aufgeklärt. Welches eine? Ja, wo er die Treppen runtergeschubst hat. Genau. Das wurde ja nie aufgeklärt. Also, das sah so aus, als wenn der Typ selber gestürzt ist, weil er alkoholisiert war. Richtig. So. Aber wie kann der sich dann hier hinsetzen, wenn das doch nicht verjährt, und sagen, ja, ich war das? Weißt Starker du? Einwand. Frage des Intellekts, sage ich mal. Auch er hat zumindest seinen Namen nicht gesagt. Ja. Aber zumindest weiß man ja, wie er mal aussieht. Er hat nichts gesagt, ne? Wäre er jetzt vermummt gewesen und hätte seinen Namen nicht gesagt, okay, vielleicht wäre er sich dann sicher und denkt so, ja, kommt nicht raus. Aber ohne seinen Namen weiß man doch trotzdem, wie er aussieht. Und wenn er dann so darüber redet, so, ja, war ein Unfall, aber eigentlich war es so. Ich denke auch, dass man hierher kommt mit Straftaten, für die man auch belangt wurde. Ja. Und nicht über Straftaten redet, die noch nicht aufgeklärt wurden. Das fand ich auch ein bisschen verdächtig. Er hat gesagt, er hat mit 14 einen Mann die Treppen runtergeschoben. Dann war ein Autounfall und dann eine Freundin die Treppen runtergeschoben. Oh, aber der Autounfall ist andere doch. Es war ein Unfall, aber ich habe ihn gehasst. Das fand ich auch sehr komisch. Du hast noch gefragt, so, war das vielleicht aus Versehen? Ja. Nö, den mochte ich schon nicht. Das war so ein bisschen... Ja, das ist natürlich auch eine ziemliche Räuberpistole dann tatsächlich. Ja. Ne? Aber gut, es gibt nichts, was es nicht gibt. Für mich sind zwei Punkte, wo ich sage, das ist nicht aus meiner Sicht nicht so stimmig. Und zwar zum einen diese Diagnose, weil eigentlich, wenn er so lange in der Psychiatrie war, immer noch behandelt wird, dann wüsste er meines Erachtens, also sofort eigentlich, meine Diagnose ist die und die. Und da fing er an zu eiern, also schizophrene Spaltung, das ist eigentlich nicht, glaube ich, nicht der Fachausdruck. Ich bin jetzt auch kein, dass ich es wirklich hundertprozentig sagen kann. Dann hat das noch nachgeschoben, dissoziative, und dann wusste er auch nicht mehr so genau. Das war Punkt eins. Und Punkt zwei, diese Geschichte mit dieser Szene. Weil das passt nicht zusammen. Also die Taten, die er aus meiner Sicht eingestanden hat, haben nichts mit der Szene zu tun. Das hat eine Komponente. Also du bist nicht gehst dann irgendwie in so einen Club und sagst so, jetzt fällt es mir wie Schuppen vor den Augen. Das hatte so gar keinen Bezug dazu, ne? Das passt nicht. Ich finde so ein Merkmal, ich habe mir so ein bisschen geschaut, so was Merkmale von Serienmördern so sind. Da der macht sich immer schlau, das genannt, geil. Dass sie vielleicht in der Kindheit gemacht worden sind oder haben oder und vielleicht genau, auch gerne. Genau, das hat er auch erzählt, weil er es auch vorher recherchiert hat. Genau, zum einen das und zum anderen, dass sie vielleicht gerne Tiere oder auch andere Menschen Schmerzen zufügen. Vielleicht wollte er da den Bezug herstellen, so dann gehe ich jetzt in den Club, um da meine Neigung auszuwählen, genau. Aber ich würde auch sagen, das ist zu weit weg und ist nicht greifbar in dem Thema. Denk, Alter, ich schwöre, der ist so Einstein, ne? Der ist so schlau, der Typ. Der ist so wichtig für die Jury, Alter, Bruder. Stark, also das Nein, den immer reinholt, sehr wichtig. Der ist echt gut. Ja. Ich auch. Ich denke, ein wirklicher würde nicht über sein sprechen, ich wenn auch das nichts mit der Tat zu tun hat. Wenn er jetzt irgendwie dafür belangt wurde, weil er irgendwie eine dann umgebracht hat, dann würde das noch irgendwie Bezug dazu herstellen, aber so. Und er stellt ja einen Bezug her. Also er sagt ja sozusagen, also heute weiß ich irgendwie, alles ist erlaubt, was Erwachsene machen können. Und damals, dann so, also er versucht das ja so ein bisschen. Das ist sein Motto. Genau, da war er dann halt so, hat er so ein bisschen geeiert für meine Verhältnisse. Also ich denke auch, dass es ein Schauspieler ist, um ehrlich zu sein. Es klang mehr nach Geschichte. Fand ihr denn nicht auch dieses Bedrückte komisch, sich so die ganze Zeit, ich habe das Gefühl, er hat sich die ganze Zeit so ein bisschen die Opferrolle gefühlt. Das war mein erstes Wort, was ich aufgeschrieben habe, bedrückt, Fragezeichen, ob ich das wirklich ernsthaft finde. Ja, es war so, das war mir echt too much irgendwie. Also und vor allen Dingen, also das ist so ein bisschen klischee-mäßig, ich hatte das jetzt schon gesagt, so, also die Erfahrung oder meine Erfahrung von ganz früher, als ich als Berufsanfängerin in der Schwurgerichtskammer war, das ist tatsächlich, dass man sagt, diese berühmte Banalität des Bösen. Also der sieht halt meist nicht aus wie der sondern und das war mehr so Klischee, ne? Ja, so ein bisschen schon. Also kann man alles nicht ausschließen, aber das war mir auch dieser Ledermantel halt und dann halt diese, also so ein bisschen so. Also das heißt, deiner Erfahrung nach kann man nicht sagen, wie ein
aussieht. Nein, also eher das Gegenteil. Also du tatsächlich, wenn du da in der Verhandlung tagelang, wochenlang sozusagen sitzt und diese Menschen dann eben tatsächlich täglich sieht, dann wird dir ganz klar, das sind Menschen wie du und ich halt. Ne? Und die auch die haben sympathische Seiten, die haben schreckliche Seiten. Und gut, das ist hier nochmal natürlich beim Serien extremer, aber so, deswegen dachte ich auch, vielleicht so ein bisschen klischee-mäßig eher. Und wenn wir reden von jemandem, der drei Menschen oder mehr mindestens drei Menschen ermordet. Okay. Doch Vorsatz, oder? Stell dir mal vor, dieser Typ hat nur zwei, aber stell dir mal vor, das stimmt trotzdem. Weißt du, was ich meine? Deswegen, Chat, ja. Chillt erstmal. Vielleicht kann es ja auch aus der Perspektive sein. Kann sein, deswegen, ja. Das wird eine schwierige Folge heute, unterschätzt das die, nicht. Was ist der Unterschied? Also sozusagen Tod mit besonderen Merkmalen, Habgier, besondere okay. Absicht. Nee, das ist schwierig. Also diese besonderen Merkmale müssen dazukommen. Also die sind im Gesetz ganz klar definiert. Also Absicht ist eine Form des Vorsatzes. Das heißt, wenn du einfach nur sagst, also dass du jemanden, das muss kein Mord sein, ne? Sondern es sind dann eben, was die Tat besonders verwerflich macht. Und das ist klar im Gesetz definiert, im Paragraph 211 StGB. Und da stehen dann diese drin, eben Habgier, ne? Wenn du eben versuchst, eben dadurch an Geld zu kommen, solche Geschichten. Das ist nochmal eine besondere Verschärfung des Ganzen. Ich habe so ein Gefühl, sie rettet uns heute. Ja. Ja, oder? Sehr gut. Boah, ich bin echt gespannt jetzt auf den zweiten Teilnehmer. Ja, echt. Es ist auch schwer, solche Menschen nach Aussehen zu bewerten, ne? Kannst du, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das ist... Das ist das Härteste, Bruder. Ich will auch gar nicht irgendwie jemanden nach Aussehen bewerten, weil am Ende, er ist es nicht, sagt, Bruder, du siehst so aus, ist nicht cool. Yeah. Deswegen immer erst erzählen lassen. Okay, dann kannst du mit deiner Geschichte starten. Ich bin Sebastian, 48 Jahre alt, komme aus einer Kleinstadt in Hessen und habe drei Menschen. Ich wurde als Kind in der Schule, ich war damals 12 Jahre alt, war im Sportunterricht. Und nach der Stunde kam der Lehrer zu mir im Umkleideraum und hat seine Hand auf mein Bein gelegt und hat dann auch an meine... Und ich werde das nie vergessen, das Gesicht hat sich eingebrannt in meinen Kopf und bin nachts immer aufgewacht und musste daran denken. Ich konnte das niemand erzählen, aus Scham habe ich auch mit meinen Eltern nicht drüber gesprochen. Das hat mich viele Jahre beschäftigt. Ich musste immer daran denken und ich habe dann meinen Weg gemacht, meine Schulausbildung abgeschlossen und habe dann eine Ausbildung begonnen als Apotheker. Bin in dem Ort leben geblieben, war dann 24 Jahre alt, als eines Tages die Tür in der Apotheke aufging und ich vor mir diese Fratze sah von diesem Sportlehrer, der sich damals an mir vergangen hat. Und ich wusste, das ist meine Chance, endlich Genugtuung zu bekommen und Rache auszuüben. Und er hat mich nicht erkannt. Es sind ja dann 12 Jahre vergangen seitdem. Er gibt mir das Rezept. Ich lese dort auch seinen Namen und ich war mir sicher, jetzt oder nie. Ich sehe die Medikamente, die er bekommen soll und gehe dann in den Nebenraum, nehme mir eine Packung und tausche das aus. Das sind zwei Medikamente, die er... Guck mal, bei ihm, ich muss sagen, er sieht, ich finde, ich glaube, so Menschen, die sowas machen, die sitzen ja. Hm. Ne? Und die, ich denke, die ein oder anderen über die Zeit werden ja auch so mitgenommen aussehen vom Leben. Er sieht für mich ein bisschen zu gesund aus, finde ich. Kannst du so nicht sagen, ja. Kannst du so nicht sagen. Aber wenn ich danach bewerten müsste, ich finde, er sieht zu... Kann sein, dass er es erlebt hat, normal, aber das ist das, was wir suchen, ich glaube nicht. So. Er bekommen sollte und ich stelle was zusammen, wo ich weiß, dass das in der Wechselwirkung tödlich ist. Gehe wieder raus an den Schalter, gebe ihm die Sachen mit, wünsche ihm einen schönen Tag, in dem Gewissen, dass er geht aus der Apotheke. Was halt auffällig ist, er hat halt gar keinen Augenkontakt mit zur Jury. Der davor, der hatte die ganze Zeit die Jury angeguckt. So. Aber ist das auffällig? Er guckt halt die ganze Zeit nach unten, ne? So, jemand, der lügt, der guckt dir nicht in die Augen.
So. Ja, stark heißt. Theke und er stirbt einige Tage, nachdem er die Medikamente genommen hat. Ich empfinde eine innere Genugtuung. 2 Jahre später bekomme ich mit, in der Nachbarschaft wurde ein kleines Mädchen missbraucht und ebenfalls 8 Jahre alt. Boah, Sandro, du hast ja einiges zu zensieren, mein Bruder. Ja, rest in peace. Einmal rest in peace für Sandro in den Chat. War sie. Und der Täter wurde verurteilt, kam alle nach einem Jahr bereits wieder auf Bewährung raus. Ich habe innerlich einen unglaublichen Hass gespürt, eine Wut auf die Justiz, auf das System, dass Menschen, die sich an so lasch behandelt werden und trotz ihrer sofort wieder ihr Leben leben können. Ich habe es am eigenen Leib gespürt. Ich habe es dann erfahren von den Nachbarn, von ihrer Tochter, was da passiert ist. Ich habe einen Versuch genommen, zu erfahren, wo der Täter lebt, habe ihn verfolgt und habe dann in einem geeigneten Moment in einer Bar etwas in seinen Cocktail gemixt, was ebenfalls eine hatte. Das war mein zweites Opfer. Und es war für mich wieder eine Genugtuung. Solche Menschen haben es nicht. Nach einem weiteren Jahr habe ich inzwischen Gefallen gefunden daran, dass solche Menschen von mir, habe ich über die Medien, die Nachrichten von einem ähnlichen Fall gehört, habe auch da den Täter ausfindig gemacht und ihn eben auf dem Weg zu meinem vierten wurde mir leider eine Falle gestellt. Die Polizei hat natürlich inzwischen Ermittlungen aufgenommen, hat versucht, in Erfahrung zu bringen, was das für Medikamente sind, hat Spuren genommen, hat dann selbst in der Zeitung inseriert mit einem Fall einer und bei dem Versuch, auch diesen Menschen zu wurde mir dann eine Falle gestellt und ich wurde gefangen genommen, kam vor ein Gericht und wurde verurteilt zu 20 Jahren Gefängnis. Bin mittlerweile nach guter Führung wieder auf freiem Fuß, muss mich noch alle 2 Wochen melden beim Bewährungshelfer und mache jetzt eine Tätigkeit als Sanitäter. Hab das bereits schon im Gefängnis gelernt, da in mir noch eine soziale Ader schlummert, das Helfersyndrom vorhanden ist und ich jetzt versuche, auf diesem Wege Menschen zu helfen und somit auch meine Tat bereue und versuche, sie zu vergessen, indem ich jetzt Menschen bei Unfällen das Leben rette. Das ist meine Geschichte. Okay, danke dir für deine Geschichte. Erstmal im Voraus muss man auch sagen, für die Zuschauer, also Selbstjustiz ist nie eine Lösung. Auch in dem Fall nicht. Jetzt gerade habe ich ja so ein bisschen rausgehört, dass du hast zum Beispiel davon gesprochen, leider hat der vierte geklappt. Jetzt hast du gerade gesagt, du bereust das Ganze. Inwiefern bereust du das Ganze? Also es hat sich gerade für mich jetzt so angehört, als würdest du die Taten nicht wirklich bereuen. Ja, ich bereue die Taten, weil auch wenn diese Menschen was Schlimmes getan haben, sind sie doch Menschen, die vor einem Gericht standen oder noch stehen werden. Und die Aufgabe des Staates ist es, diese Menschen zu verurteilen. Ich bin den Weg der Selbstjustiz gegangen. In meinem Fall und auch in den anderen Fällen habe ich versucht, für mich ein Urteil zu fällen und dann eben die Strafe auch in die Tat umzusetzen bei diesen Menschen. Und natürlich ist die Lösung, es bedrückt mich, gerade eben, weil ich es als Kind erlebt habe, weiß ich, wie schlimm das ist. Und etwas ganz Schlimmes. Und ich habe es eigentlich auch immer nur aus einem Ansatz heraus getan, den Eltern, dem betroffenen Kind zu helfen. Trotz allem ist die Lösung und ich bereue meine Taten und möchte jetzt einfach in Frieden leben und mit meiner Tätigkeit als Sanitäter etwas Gutes der Gesellschaft beitragen. Ich muss sagen, ich verabscheue diese Taten zu 100%. Ich habe da auch eine Frage an dich speziell, Susanne. Wie siehst du denn das Ganze? Also er hat jetzt auch davon gesprochen, dass die Täter, besonders was so angeht, immer so ein bisschen leicht davon kommen. Ja, also da würde der Jurist wieder sagen, es kommt drauf an und das sind natürlich immer alles Einzelfälle, das ist völlig klar. Das hängt häufig damit zusammen, dass die Beweislage sehr schlecht ist. Mhm. Also du hast ja ein Kind und einen Erwachsenen und du willst eigentlich auch versuchen, dem Kind das zu ersparen, dass es halt nochmal aussagen muss. Ne? Mhm. Also, dass da ein Sachverständiger ran muss. Und dann bietet man häufig so Deals an, dass man tatsächlich sagt, wenn du ein Geständnis ablegst und dem Kind ersparst, hier eine Aussage zu machen vor Gericht, dann gibt das ein mehr oder weniger großen Abschlag von der Strafe. Und natürlich, das hört sich bitter an, aber du musst ja letzten Endes als Richter relativ sachlich damit umgehen. Das ist eine völlig andere Sichtweise als jetzt aus der Sicht der Betroffenen. Aber es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von, ne? Das fängt mit an und hört mit schwerster
muss man mal so ganz klar sagen. Und da hat man eben einen Strafrahmen und muss versuchen, alle Sachen da einzubauen. Und ich will nicht ausschließen, dass es diese Fälle gibt, also dass da eben einer ein Jahr ohne kriegt, der war vielleicht schon vorbestraft, ne? Dann war es aber kein schwerer Fall in dem Fall. Aber das kann man immer, ohne den Fall zu kennen, dann im Einzelfall schlecht sagen. Ein paar Fragen habe ich. Ja. Hallo Sebastian. Du hast 3 Menschen gezielt und absichtlich. Ja. Wärst du nicht aufgehalten von der Polizei, hättest du das ein 4. Mal gemacht? Ja. Was glaubst du, dann auch weiter ein 5. oder weitere Menschen? Auch? Also zum damaligen Zeitpunkt habe ich eine extreme Hass in mir gespürt, weil ich immer wieder von diesen Taten gelesen habe, in meinem Umfeld davon gehört habe. Und das Ganze ist jetzt über 20 Jahre her und ich denke, ich hätte es ein weiteres Mal getan. Du glaubst, du hättest weitergemacht? Ja. Hast du damals keine Reue empfunden? Im Gegenteil, es hat mich sogar ein wenig gekickt, weil ich wusste, dieser Mensch bekommt jetzt die Strafe für das, was er getan hat. Wie siehst du das denn heute? Also was würdest du denn sagen, wäre die beste Lösung jetzt zum Beispiel für deinen Sportlehrer gewesen? Ja, auf jeden Fall eine längere Haftstrafe. Vielleicht hätte ich mich damals auch an meine Eltern wenden sollen, an den Schulleiter, dass er eben aus dem Schuldienst entlassen wird, dass er 5 Jahre ins Gefängnis kommt, ohne Bewährung, dass er verpflichtet wird, an sozialen, karitativen Einrichtungen mitzuarbeiten, dass er wieder versucht, ja auch seine Tat zu bereuen und wieder Teil der Gesellschaft werden kann, so wie ich es jetzt versuche. Okay, du musst nicht darauf antworten, aber hat der Sportlehrer, ist er denn noch tief mit anderen geworden oder hast du da irgendwas mitbekommen oder hast du jetzt nur deine Tat im Kopf? Er hat auch anderen Jungen immer mal wieder Anspielungen übergemacht im Unterricht. Persönlich mitbekommen habe ich das allerdings nicht. Also nur vom Hörensagen. Du sagst immer mal wieder, aber bei dir war es ein Einzelfall. Das heißt, einmalig ist was passiert und daher hat sich erstmal der ganze Hass geschürt gegen ihn. Genau, also er hat natürlich auch im Unterricht immer mal wieder anzügliche Sprüche mir gegenüber gebracht und der Vorfall selbst hat sich dann einmal ereignet, eben nach Fußballspielen in der Umkleide. Das war ja, sag ich mal, der ausschlaggebende erste. Ja. Die anderen zwei. Ja, bei Kindern, die jetzt, sag ich mal, nichts mit deinem näheren Umfeld zu tun haben. Ist deine Intention beim ersten eher Hass gewesen oder er bekommt die gerechte Strafe? Also er kriegt jetzt die Strafe, die er verdient, ja. Oder ich hasse ihn so sehr dafür, dass er mir das angetan hat, weil ich darunter leide? Es war beides. Es war auf jeden Fall endlich für mich eine Gelegenheit, Rache zu üben, dass er die Strafe bekommt, die er von immer bekommen hätte sollen. Ja, ich konnte Selbstjustiz üben. Ich konnte eben für mich das Urteil treffen und diese Gelegenheit muss ich einfach wahrnehmen. Und jetzt bereust du deine Taten? Ja. Warum? Nur Gott sollte darüber entscheiden, wann ein Mensch geht. Und diese Menschen haben was Schlimmes getan, aber auch sie haben... Ich weiß nicht, also für mich kommt er unauthentisch rüber, ja, ein bisschen. Guck mal, er hat ja erzählt, dass er diese eine P-Sache erlitten hat, ja. Ne? Und nur Menschen, die sowas erlitten haben, wissen, glaube ich, wie schlimm das ist. Und safe, ja. Ich habe es Gott sei Dank noch nie erlebt oder irgendwas in diese Richtung. Also kann ich auch gar nicht sagen, wie tief der Schmerz oder wie tief der Hass eigentlich in einem Menschen sitzt. Ja. Weiß man nicht. Aber ich kann es mir bestimmt schon denken. Ja. Deswegen in diesem Aspekt kann ich sagen, er könnte recht haben. Was mir aber sagt, dass das nicht stimmt, ist, so diese Geschichte zu sagen, ich habe den vergiftet und den vergiftet, ist sehr einfach auswendig zu lernen, als zu sagen, ich habe einmal das gemacht 2018, 2021 habe ich das da mit einem Autounfall und 2024 mit dem Fall. Weißt du, weil da kannst du dich schnell verplappern. Aber der hat diese safe Story genommen, weißt du? Ja, ja, ja. Einmal da einen vergiftet, einmal da und einmal da. Ich denke auch. Aber das passt halt, ne, mit Apotheker und so. Also wenn es jetzt gelogen ist, dann ist das eine krasse Story auf jeden Fall. Dann ist er stark, Buddy. Aber ich finde es trotzdem unauthentisch, weil er hat halt keinen Blickkontakt, nix, ne? Mein Recht auf Leben. Wir sind Verbrecher, Kinder. Und dafür haben wir ein Rechtssystem, wir haben Richter, die darüber entscheiden sollten. Wenn bei uns in unserem Land jeder loszieht und ja, Menschen, wo kämen wir da hin? Also, es ist natürlich eine persönliche Sache gewesen, der erste. Und ich habe mich dann damals einfach reingesteigert und habe damals ein gutes Gefühl dabei gehabt, aber im Nachhinein ist mir eigentlich klar gewesen, das ist nicht der richtige Weg. Noch eine Frage, du hast gesagt, mit 12 Jahren war das im Sportunterricht. Ja. Und als du deine Ausbildung angefangen hast als Apotheker, dann hast du ihn dort gesehen. Dann 2 Jahre drauf und ein Jahr drauf waren die nächsten. Wie alt warst du bei dem ersten? 24. 24. Mit 24 hast du die Ausbildung angefangen? Nee, die habe ich schon mit 21 angefangen. Ach so, okay. Genau, ja, die war dann bereits abgeschlossen. Ah, okay, so machst du es eher. Und ja, dann mit 27 wurde ich dann erwischt. Wie lange hat die Ausbildung gedauert? 3 Jahre. Wärst du nicht erwischt, was glaubst du, wie viele Menschen hättest du dann? Es wären noch einige hinzugekommen, aber die
polizeilichen Mittel, Spurensicherung, es entwickelt sich ja alles weiter und man macht Fehler, wenn man solche Taten begeht. Früher oder später macht man Fehler. Ich glaube dir nicht, weil so diese Art und Weise, ich kaufe ihm das sich an, dieses, ja, früher oder später, man macht Fehler und so weiter. Vor allem früher oder später macht man Fehler, man macht Fehler, wenn etwas zur Routine wird. Ja. Weißt du, wenn etwas zur Routine wird, dann beginnen Fehler Flüchtigkeitsfehler. Flüchtigkeitsfehler, ja. Richtig. Aber wenn du etwas so dreimal gemacht hast und da sind Jahre zwischen, dann machst du keinen Fehler, weil dann hast du ja einen perfekten Plan. Dann passieren ja keine Flüchtigkeitsfehler. So. Guter Aspekt. Weißt du? Guter Aspekt. Und ich bin mir sicher, dass vielleicht, wenn der geklappt hätte, vielleicht am 5. oder 6. ich einen Fehler begangen hätte, der mich überführt hätte. Was war dein Fehler? Mein Fehler war einfach, dass ich zu ungestüm gewesen bin. Ich habe diesen Artikel gelesen, habe eben versucht, diesen Menschen ausfindig zu machen und wurde dann gestellt, praktisch auf frischer Tat ertappt. Ich wollte ihm Medikamente bringen. Er hat auch Medikamente bestellt in der Apotheke und wir haben ja auch einen Bringdienst. Und ich habe das an diesem Tag dann selber übernommen. Dann hat die Polizei auf mich gewartet. Das heißt, diese vierte Zielperson stammte auch aus derselben Kleinstadt? Ja. Ich hätte tatsächlich auch noch mal eine Frage an dich. Du hast vorhin gesagt, du hast dann 20 Jahre Gefängnis bekommen. Hast du 20 Jahre im Knast gesessen? Oder war das genau das Urteil? Wie das so lautete das auf 20 Jahre? Nee, es waren 25 Jahre. Also das Urteil lautete auf 25 Jahre. Jahre, genau. Aber gute Führung, wenn man sich dann auch im Gefängnis an Projekten beteiligt, Reha-Maßnahmen, Psychologenbesuche macht, gibt es die Möglichkeit, das zu verringern. Okay, danke. Ich habe mal eine Frage, du meintest, du hast eine Ausbildung als Apotheker gemacht? Ja. Was genau? Als Apotheker. Ja, weil es gibt ja keine Ausbildung als Apotheker. Ja, also als, was ist denn? Das ist eine medizinischen, ach du Scheiße, falscher Zeitpunkt zu lachen. Assistenz, genau. PTA. Okay. So ist es. Okay, dann danke dir für deine Geschichte. Alright. Dann würde ich sagen, bitten wir den nächsten Teilnehmer einmal bitte rein. So, was sagt ihr zu unserem zweiten Teilnehmer? Safe raus, würde ich sagen. Ja, oh. Ne? Mhm. Das hat einfach zu lange gedauert, mit, dass er nicht wusste, was für eine Berufsausbildung er gemacht hat. Das war ganz komisch. Das kam nicht so rein, dass ich überlegen musste, was für eine Ausbildung habe ich gemacht. Ja. Vor allem Apotheker, du musst dafür studiert haben. Vor allem abgeschlossen. Und das weißt du eigentlich, wenn du... Okay, du musst dafür sogar studiert haben, krass. Ja klar, medizinische... Ja, keine Ahnung, oder wusste ich nicht. Du weißt, du musst ja wissen, was du da rausgibst und so. Was normal, macht doch was Sinn. Dir hilft. Safe macht Sinn. Aber... Sagen wir mal an, du hast ja deine Ausbildung abgeschlossen. Mhm. Du weißt genau, was du abgeschlossen hast. Mhm. Du weißt ganz genau, womit du wo anfangen kannst. Du weißt ganz genau, was du... Normal. Wie viele Monate, in welchem Amt du warst. Weißt du, was ich meine? Deswegen, Brudi. Ja, vor allem so, wenn er dann noch so eine Story dahinter hat, die dazu passt. So, weil dadurch, dass er Apotheker war, hat er ja angefangen, so Leute zu... So, dann weißt du, dann musst du das schon wissen. Safe. PTA-Ausbildung gemacht hast, also das ist so, da gibt es ja noch was anderes, irgendwie P, sonst was. Ich hab noch zwei Sachen, die mir so aufgefallen sind, wo ich auch sage, da ist er eigentlich für mich raus. Also einmal, er beschreibt ja eine Tötungsmethode, die total steril ist aus seiner Sicht. Ne? Mhm. Er sieht das Opfer ja nicht, also er vertauscht dreimal was. Andererseits beschreibt er eine irre Wut, einen Hass, den er hat auf den Täter. Das passt von der Tötungsmethode nicht. Das ist so ein bisschen, ich habe mir hier so notiert, so engelmäßig. Ne? Also er hat ja dadurch auch gar keine Genugtuung. Ne? Er wird es ja wahrscheinlich noch nicht mal in der Zeitung lesen, da steht ja nicht irgendwie, ist einer am Mittag. Also das ist was für mich nicht passt. Und jetzt, das war natürlich eine Fangfrage, wie lautete direkt dein Urteil? Du kriegst halt einfach lebenslange Freiheitsstrafe. Du kriegst nicht 25 Jahre oder auch 20 Jahre. Okay. Das ist auch das, was mich stutzig gemacht hat. Ich wollte nur nicht auf Besserwisser machen. Am Ende, die Richterin selber, dann da stehe ich hier wie so ein, ich habe mich blamiert. Wir sind doch keine Richter, Digga. So, weißt du, das Ding ist, er ist 44 und er sagt, dass er heute weiterarbeitet. Ja, den Job verlierst du definitiv. Ja, aber dann hat der doch eine Freiheitsstrafe, oder nicht? Hab ich nicht gecheckt. Dann ist er doch voll lange im Gefängnis, oder nicht? Ich hab nicht gecheckt, was du meinst. Er wurde mit 27 das allererste Mal erwischt. Mhm. So, danach hat der ja aber weitergemacht. Mhm. So. Das heißt mit 30 noch was. Und er ist mit 44 wieder arbeiten. Nein, er arbeiten. Wurde nach dem dritten Mal erwischt, als er das vierte Mal machen wollte. Ja. Wollte. Da aber dann passt es ja mit den Jahren nicht. Dann wurde er ja mit 30 irgendwie oder 31, 32 erwischt. Und arbeitet mit 44 ganz normal wieder. Vielleicht, weißt du, was ich meine? Weil du kriegst ja 15 Jahre Freiheitsstrafe, mindestens, hat die gesagt. Nein. Bei guter Führung vielleicht ein bisschen weniger, weißt du ja nicht. Ja. Aber das kann alles Pi mal Daumen nicht so perfekt zutreffen. Wäre der jetzt 50, 60, 70, hätte ich gesagt, okay, das kann man ausschließen. Hm. Checkst du, was ich meine? Nicht ganz, aber... Tu einfach so. Schon krass. Gib mal ein bisschen... Emloid voll... Dankeschön, Chat, ja? Okay. Das vielleicht auch Herzen. Dann können Sie mit Ihrer Geschichte anfangen. Hallo, Winander. Mein Name ist Willi. Als Kind war ich bekannt als Bart Willi. Habe mit einer der größten Top
Staaten Deutschlands über 4 Jahre Schach gespielt und war 7 Jahre zusammen mit einem, der 7-mal lebenslänglich hatte. Jetzt will ich euch kurz mit hineinnehmen in meine Geschichte. Meine Mutter hat mich als Baby Ich schwör auf alles, irgendwie kommt der jetzt schon voll authentisch. Allein wie der das erzählt, ne? Setzt. Sie haben mich in einen Feldgraben gelegt. Ich wurde gefunden, kam ins Krankenhaus. Sie stellten fest, das Kind ist total unterernährt. Ich war 7 Monate im Krankenhaus und ich schwebte so zwischen Leben und Tod. Und die Ärzte sagten, das Kind ist verhaltensgestört. Das Kind hat abgeflachtes Normverhalten. Das Kind wird nie richtig Schule machen können. Das Kind wird nie irgendwie eine Ausbildung machen. Mein Vater hat es nicht geglaubt und er hat mich nach Hause auch wieder das erzählt, so weißt du? Eingeschult. So voll reflektiert. Das ist das, was ich sage, mitgenommen. Das Leben hat ihn mitgenommen. Er ist bereit zu erzählen, weil er weiß, er hat eh alles hinter sich gelassen, weißt du? Und auch so, wie der es erzählt, so, das ist so real, so nicht so dieses ja, weißt du? Erzählt straight ins Gesicht, ich hab's gemacht, so. Lehrerin, die fragt, was wollt ihr später mal werden? Oh, die einen sagten Feuerwehrmann oder Polizist. Ich sagte, ich werde eines Tages mal Gangster. Warum? Keine Ahnung. Und dann merkte mein Vater doch, mit meinem Kind stimmt was nicht. Und er ging mit mir zu Psychologen, Psychotherapeuten. Und ich sagte, okay, Mensch, wir können für diesen Jungen nichts tun. Der ist so kaputt. Das Beste wird sein, er kommt irgendwo in eine Einrichtung für gestörte Kinder. Und wenn er mal erwachsen ist, dann kommt er in eine andere Einrichtung. Ich kam von einer Einrichtung in die andere und immer wieder hat es geheißen, weg mit dem. Er ist uns zu wild. Ich hatte damals schon mit 7, 8 Jahren den Titel Blutwilli, weil ich liebte es schlecht. Boah, Bruder, der hat so viel, der ist so am Spucken, ne, die ganze Zeit. Ich schwör auf alles, gleich mach Nein. So. Der ist schlimmer als Sammy einfach. Also Sammy von John. Ich hatte damals schon mit 7, 8 Jahren den Titel Blutbad. Guck mal, der ist nur am Spucken, Digga. Ist schlecht. Und dann kam ich irgendwann mal in ein Heim und auf einmal heißt es, Wilhelm, du hast Besuch. Und ich denke mir, wer besucht mich? Mein Vater kam nie. Wenn ich Besuch bekam, entweder Psychologen oder Jugendamt, und auf einmal steht eine jüngere Frau da. Dann sagt sie, hallo Willi, ich bin's. Weißt du, wer ich bin? Ich bin deine Mutter. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, was mir durch den Kopf ging. Das ist doch die Frau, die mich damals weggeworfen hat wie Gammelfleisch. Und jetzt steht sie da. Aber ich habe da gar nicht dran gedacht. Gut, wenn ich meinen Vater fragte, wie ist meine Mutter? Dann sagte mein Vater, ach, weißt du, kannst du vergessen, deine Mutter war eine Und Wilhelm, es wäre besser gewesen, du wärst damals auf dem Feld. Und es steht die Frau da. Und ich hatte so eine Sehnsucht danach, endlich mal eine Mama zu haben, die mich in den Arm nimmt und sagt, Wilhelm, ich hab dich lieb. Ich habe gedacht, die nimmt mich mit. Und dann sagt sie, so, jetzt gehe ich wieder. Und ich habe sie nie mehr gesehen und ich fühlte mich das zweite Mal weggeworfen. Und dann sagte ich, und das passiert mir nie mehr. Und ich habe mit 10 Jahren mir verboten, jemals wieder etwas zu fühlen. Und ich habe vom 10. Lebensjahr an, bis ich 35 Jahre alt war, nichts mehr gefühlt. Ich war wie ein Eisschrank. Irgendwann sind wir mal zum Beispiel in Urlaub gefahren oder so ein Campenurlaub vom Heim aus nach Österreich. Und ich habe mit meinem Kollegen zusammen dem Erzieher sein Auto gestohlen. Wir sind in die Nacht gefahren und ich habe einen Schwerstunfall gebaut mit einem Polizeiwagen. Bin in den Polizeiwagen reingedonnert. Der Polizist am Steuer war auf der Stelle. Der andere saß ein Leben lang im Rollstuhl. Mir ist nichts passiert. Ich war damals 5 Jahre verschärften Kerker. Verschärfter Kerker ist ungefähr so, wie in den 60er Jahren Zuchthaus war. Wurde nach 2,5 Jahren entlassen. Mein Vater hat gesagt, du, wenn du versprichst, dass du arbeiten gehst, dass du nicht mehr kriminell bist, dann darfst du bei uns zur Miete wohnen. Ich habe mir einen Job gesucht, Arbeit gesucht. Und es hat angehalten. Endlich war ich nicht mehr kriminell. Genau 14 Tage hat es angehalten. Ich habe immer wieder Albträume gehabt. Und immer wieder träumte ich von diesem Unfall, wie ich in den Polizeiwagen reindonner. Und ich sehe, wie sich das... Ich konnte nicht mehr schlafen. Jetzt habe ich meinem Arbeitskollegen erzählt, du, ich habe immer wieder so komische Träume. Und dann kann ich nicht... Aber merkst du, wie detailliert und wie perfekt er das erzählt? Ohne links, rechts. Sehr authentisch. Weißt du, es ist wie, wenn du mit denen an einem Tisch sitzt und er erzählt dir eine Geschichte. So kommt mir das gerade vor. Aber sehr, sehr traurig, sehr, also nimmt schon einen mit, ja. Wenn es so sein schon sollte, krass, Bruder, dann wirklich. Krass. Nicht mehr schlafen, sagte, du, das kenne ich auch. Aber weißt du, ich trinke abends meine 9 bis 10 Bier und dann schlafe ich besser. Das habe ich sofort getestet. Und trotzdem kamen die Träume, dann habe ich noch mehr getrunken. Und je mehr ich betrunken habe, desto krimineller wurde ich. Und irgendwann kam groß in der Zeitung, gesucht wird Wilhelm Bunz. Ich bin sofort von Ulm geflohen, bin nach Hamburg St. Pauli. Auf St. Pauli hat mich eine Bardame erkannt, hat die Polizei gerufen. Es gab. Ich wurde verhaftet und kam nach Stuttgart-Stammheim. Davor hatte ich, bevor sie mich verhaftet hatten, hatte ich immer wieder mal Schlägereien. Und dann auf einmal habe ich einen zu Boden und habe seinen Kopf auf den und ihm. Das heißt, durch mich sind 3 Menschen. Jetzt bin ich in Stammheim, ich warte auf meinen Prozess, bekomme eine Anklageschrift so dick. Und ich wurde angeklagt für 148 verschiedene Straftaten.
Jetzt habe ich mir gedacht, ich bin besonders clever. Ich sage nichts vor Gericht. Und wenn ich nichts sage, dann können die mir nichts nachweisen. Es waren über 100 Zeugen schon geladen und auf einmal kommt mein Vater rein. Und ich dachte, was will denn der? Der kennt mich doch gar nicht. Aber der Richter sagt zu meinem Vater, Herr Bunz, gibt es im Leben Ihres Sohnes eine Sache, nur eine Sache, wo Sie als Vater sagen, das hat mein Sohn gut gemacht. Mein Vater sagt, nein, gibt es nicht. Sagt der Richter, das kann nicht sein. Es muss doch eine Sache geben im Leben Ihres Sohnes, wo Sie sagen, darauf bin ich stolz. Mein Vater sagt, nein, gibt es nicht. Wissen Sie, seit der Junge lebt, gehen wir von Hölle zu Hölle zu Hölle zu Hölle zu Hölle. Und da wurde Österreich mit hineingenommen und eine Gesamtstrafe gebildet von 14 Jahren und anschließende Sicherheitsverwahrung. Jetzt war ich im Bruchsaal und im Bruchsaal war zum Beispiel Günter Sonnenberg. Günter Sonnenberg ist einer der Top- und mit dem habe ich jeden Tag eine Stunde Schach gespielt. Da war einer da, der hatte 7-mal lebenslänglich. Mit dem habe ich 7 Jahre lang jeden Tag eine Stunde Hofgang verbracht. Und wir haben uns über die verschiedensten Themen unterhalten. Aber mein Vater, wisst ihr, mein Vater sagte immer, er ist Christ. Und mein Vater ging damals in die Kirche und mein Vater sagte, die Bibel ist Gottes Wort. Wer ist Gott? Ich. Und da habe ich mir gedacht, ich muss mal dem Gott eine... Und habe mir beim Pfarrer die Bibel besorgt und habe das komplett Alttestament... Seite, habe sie voller Hohn und Spott gelesen und danach und ich habe innerhalb von 9 oder 10 Jahren das komplett Alte Testament. Ich kam auch zum ins Neue Testament. Das hat genauso geschmeckt wie das Alte. Aber da kam ich nur noch bis zum... Boah, Bruder, wir distanzieren uns komplett von sowas. Komplett. Was? Komplett, komplett, komplett. Was? Wir distanzieren uns extrem von sowas. Egal was? Welche Glaubensrichtung, es ist nicht... Was? Ich dulde, also sowas dulde ich absolut nicht, Brudi. Also, Bro, das ist egal. Ja richtig Psycho, Alter. Ja, egal ja. Welche Glaubensrichtung, Brudi. Jeder oh wird mein respektiert. Gott. Das ist ja richtig Psycho, Digga. Aber das irgendwie... Das Ding ist, er ist so eine... Ich hab das Gefühl, er ist es, ja. Er ist so eine verlorene Seele, weißt du? Mhm. Weil allein, dass er so sagt, so, ja, ich war noch nie stolz und damals seine Eltern hatten ihn verhungern lassen und so, das fängt ja schon an, seit klein auf und kann ja sein... dass der große Fehler bei der Familie, bei den Eltern lag, weißt du? Und daraufhin hat er keine Liebe mehr verspürt und keinen Sinn mehr im Leben gesehen, ja, ja. Weißt du? Also hat einfach die schiefe Bahn eingeschlagen. Keine Ahnung, Bruder. Du hast schon recht. Ich glaube, er ist das. Matthäus 5. Und da las ich mal, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und das hat mich beschäftigt. Wozu braucht man Salz? Ja gut. Wenn das Essen fad ist, dann machen wir Salz an und dann schmeckt es wieder besser. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, willst du weiter so leben wie bisher? Dann irgendwann dich auf oder sich oder irgendwas? Oder willst du dein Leben ändern? Vielleicht Schule nachmachen oder Ausbildung? Und mir war klar, wenn ich mich ändern will, komme ich an Gott nicht vorbei. Und da habe ich damals am 12. Ja. September 1983 um 11.06 Uhr habe ich eine klare Entscheidung getroffen, ab jetzt will ich mein Leben mit Gott leben. Der Anstaltsdirektor krass, bekommt es mit. Der Willi geht ab und zu in die Kirche. Auf den Willi müssen wir aufpassen, der plant was. Jetzt macht er einen auf Ersatzmose. Aber er merkte irgendwie, es ist echt bei dem. Und der Anstaltsdirektor von Bruchsal hat sich eingesetzt bei der Strafvollstreckungskammer in Karlsruhe, dass man mich entlassen kann. Und die Sicherheitsverwahrung habe ich auf lebenslängliche Bewährung. Also ich stehe immer noch unter Bewährung. Inzwischen bin ich verheiratet. Inzwischen habe ich Kinder. Ich habe meine Schule nachgemacht. Ich habe eine Ausbildung, ich habe viele Jahre in einem Blindenheim gearbeitet, als Betreuer in Freiburg. Und heute kann ich sagen, mein Leben hat sich komplett gewandelt. Soweit mal zu mir. Krass. Danke erstmal für deine Geschichte. Oh, krass, Digga, ja. Wow, Brudi. Puh. Du bist immer noch bis heute unter lebenslänglicher Bewährung. Ja. Das nennt sich Führungsaufsicht. Das ist ein bisschen strenger wie Bewährung. Über 100 Straftaten. 148, ja. 148. Guck mal, das Ding ist, er wusste, wie du schon gesagt hast, alles sehr, sehr detailliert. Ne? Er musste nicht einmal so richtig nachdenken. Nein. So. Und am Ende hat er auch ein ganzes Datum genannt mit Uhrzeit, genau. An dem sich sein Tag komplett verändert hat. Und wenn du das in einem One-Take vor Ort erzählst und du weißt, du lügst, dann kannst du dich leicht verhaspeln, weißt du? Mhm. So, also er ist schon sehr authentisch. Ich glaube, der ist das. So. Denkst du? Er ist schon besser als die anderen, ne? Ja, also von denen, die bis jetzt da waren, würde ich sagen, er ist es, aber ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt. So, mal gucken. So. Es ist halt doof zu sagen, er ist es. Ja, weißt ich du, denke, ich schätze mal, ja so. Es ist er, den wir suchen. Denke ich, mal gucken. 40 Straftaten begangen und 3 Menschen. Bereust du deine Taten? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich sag's ehrlich, ich kann mir selber, so wie ich heute lebe, kann ich mir selber gar nicht mehr vorstellen, dass ich so schlimm war. Aber ich war so schlimm. Und vor 1983, als du dein Leben ändern wolltest, hast du damals deine Taten bereut? Nein. Oder nicht? Gar nicht? Nein, gar nicht. Ich habe nichts gefühlt.
Wisst ihr, das Gefängnis? Oh. Das Gefängnis war für mich nichts anderes wie die Erziehungsheime, wo ich war. Auch da war ich immer eingesperrt. Für mich hat sich Alter im Grunde genommen nichts verändert, nur das Gebäude hat sich verändert. Ich war ebenfalls eingesperrt, konnte nicht raus. Über meine Straftaten habe ich gar nicht mehr nachgedacht. Könntest du bitte nochmal den dritten... Ich habe einen der Polizist im Polizeiwagen, einer eine war auf dem Bordstein. Genau, der eine war der Polizist. Mhm. Beim anderen hatte ich eine Schlägerei der fiel auf den Boden. Okay. Und ich habe seinen Kopf auf den Rand. Und der dritte war auch eine Schlägerei und der ist auch dumm gefallen und hat sich am Tresen verletzt am Kopf und ist auch... Was war denn so der ausschlaggebende Grund für den Wandel bei dir? Der ausschlaggebende Grund war, ich habe seitdem Salz der Erde habe ich nie mehr, aber ich habe nur noch so viel Bibel übrig. Da bin ich und ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich die Bibel aufschlag, irgendwie hat es mich innerlich ruhig gemacht. Ich wusste nicht warum. Und jetzt habe ich mir eine neue Bibel besorgt, weil in der Arrestzelle darfst du nur die Bibel lesen. Du darfst kein normales Buch lesen, keine Zeitung lesen, keine Zeitschrift lesen, kein Roman, nichts lesen, außer die Bibel. Da habe ich mir eine neue besorgt. Und da habe ich mal die Bibel so blind aufgeschlagen und dann las ich, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den, kann ich nichts damit anfangen. Dann habe ich mich mit den Persönlichkeiten in der Bibel beschäftigt. Und dann las ich von Mose, wie der einen Ägypten hat. Dachte ich, wow, das ist ein Arbeitskollege von mir. Oder ich lese von David, wie er einen in den Krieg schickt, nur weil er heiß war auf diese Frau. Da habe ich gemerkt, die Leute in der Bibel, die sind genauso kaputt wie ich auch. Und irgendwie habe ich mich da drin wiedergefunden. Aber eine Person, die hat mich fasziniert. Ich habe gedacht, wow, der ist genauso wie ich. Und es war Jesus. Dachte ich, der ist genauso wie ich. Als Jesus geboren wurde, Herodes wollte ich. Was wollte meine Mutter? Die hat mich ausgesetzt. Ich soll. Jesus hat Gutes getan, aber war immer am Rande der Gesellschaft. Ich war auch immer am Rande der Gesellschaft. Und ich habe mich mit dem Jesus beschäftigt. Weil der war mir irgendwie am nächsten. Und das war auch der Grund, warum ich mich auch mit den Reden Jesu beschäftigt habe. Und dann merkte ich, Mensch, Willi, du musst dein Leben ändern. Das war der Grund. Darf ich nochmal zu deiner dritten Tat oder zu einem der drei Taten, hattest du eben gesagt, dass das dritte war auch eine Schlägerei und der ist dumm gefallen. Der ist mit dem Kopf an den Tresen gefallen, ja. Genau. Ist der tatsächlich also wirklich dumm gefallen, also dass der aus Zufall dagegen ist oder ist der, wie wir landläufig sagen, dumm gefallen, den habe ich da nochmal so... Nee, gar nicht. Sondern das war so, ich habe ihm eine gedonnert und der hat das Gleichgewicht verloren und ich stand mit der Schläfe. Im anderen war so, der lag schon am Boden. Also juristisch gesehen... Ich bin kein Experte, ja. Ich frage nur, gibt es einen Unterschied? Weil der eine ist eine... Ja. Also so wie sich das anhört, sage ich jetzt mal, wie du das erzählst. Entschuldigung, ich sage einfach du. Ist richtig, du. Ist okay. Ist alles okay. So wie du das erzählst, also wenn man dumm fällt, das hört sich eher nach... tatsächlich. Oder dass du sagst, dass man sagen würde, es ist ein Tod, weil man vielleicht das billigend in Kauf nimmt, dass jemand so fällt, dass er da auf den Tresen fällt. Also das wäre so eine Abgrenzung im Rahmen des Vorsatzes so, ne? Im Grunde genommen, ich wollte nicht... Aber ich wollte einfach, dass er ruhig ist und habe ihm den Kopf dahin gegeben. Und ich habe nicht mitgekriegt, dass beim Dritten in der Kneipe, wo ich ihm eine gedonnert habe und der taumelt und haut sich an die Ecke von diesem Tresen der Kopf hin. Keines war bewusst. Eine Frage an dich, Susanne, weil ich kenne den Unterschied nicht zwischen Fahrlässigkeit und Betrunkenheit. Ja. Okay. Ja, also wenn du das hast, Fahrlässigkeit, das kennt sozusagen jeder von uns im Straßenverkehr. Du passt nicht auf. Also Juristen sagen, du verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, ne? Weil du vielleicht irgendwie am Radio rumfummelst, während du fährst. Ne? Oder in seinem Fall, er fängt eine Schlägerei an, macht sich da gar nicht weiter drüber Gedanken, aber aus Versehen fällt der unglücklich und das wäre eine fahrlässige dann. Und ist es schon, das ist im Bereich des Vorsatzes sozusagen. Da muss man immer gucken, kann man das rausfinden, was sich jemand denkt. Aber diese schwächste Form des Vorsatzes ist, wenn man sagt, da nimmt jemand was billigend in Kauf, genau. Genau, ja. Das ist tatsächlich das, ne? Das ist so eine Abgrenzungsfrage, ob du sagst, das ist noch Fahrlässigkeit oder das ist schon, dass du was billigend in Kauf nimmst. Ne? Und da kann man sich natürlich fragen, was ist im Rahmen einer Schlägerei die gebotene Sorgfalt? Ne? Eigentlich keine Schlägerei anzufangen. Ne? Aber das ist ja gut, dass du es nochmal sagst. Also du hast auch keine Verurteilung wegen... Nein. Deswegen gab es auch die Zeitstrafe. Weil wer es hätte das Leben eigentlich gegeben. Ja. Magst du mir bitte ganz kurz noch mal sagen, du hast vorhin einmal dieses verschärfter Kerker, was war das? Verschärfter Kerker ist so, ob es heute noch das gibt, weiß ich nicht. Ja, ja. Aber damals war es so, verschärfter, also es gibt Haft, schwere Haft, Gefängnis, schweres Gefängnis, dann Kerker, schwerer Kerker, verschärfter Kerker. Mhm. Und das heißt, zu der Strafe, ich begann damals 5 Jahre, zu der Strafe gibt es noch sogenannte Hausstrafen. Das heißt, ein hartes Lager im Monat. Das heißt, man nimmt die Matratze aus der Zelle raus und man schläft eine Nacht auf dem Fußboden. Okay. Dann gibt es einen Fasttag im Monat. Ein Fasttag ist, da kriegst du eine halbe Scheibe Brot und ein Glas Wasser. Das muss dir reichen 24 Stunden. Und dann gibt es noch den B-Tag. Und der B-Tag ist der Prügeltag. Also meine Straftat war zum Beispiel am 16. April 71. Das heißt, in Deutschland hier? Nein, in Österreich. In Österreich, okay. Und, weil, okay. Und jeden Monat am 16. kommen zwei Beamte in die Zelle und die am Gummiknüppel.
dass du nicht vergisst, warum du im Gefängnis bist. Okay, aber das ist jetzt knastintern. Das war nicht offiziell. Das wurde offiziell vom Gericht angeordnet. Was? Verstehst du? Das gab es damals. Ob heute, ich weiß nicht. Wow, heftig. Das war 1971. Also das gehörte offiziell zu... Das gehörte zu meiner Strafe dazu. Zur Strafe? Genau. Wenn ich darf, eine Frage hätte ich noch, Willi. Du hast deine Mutter einmal gesehen und kennengelernt, mit 10 Jahren alt, weil sie dich besucht hat. Mhm. Wie hast du dich dann dabei gefühlt? Als erstes fiel mir ein, was mein Vater über sie sagte. Deine Mutter ist eine Es wäre besser gewesen, du wärst damals auf dem Feld. Dann habe ich in mir Hoffnung gehabt, sie nimmt mich nach Hause. Endlich habe ich eine Mama, die mich in den Arm nimmt und sagt, Wilhelm, ich habe dich lieb, so wie du bist. Ich habe mich auch gesehen nach einem Vater, der einfach nur mal zu mir sagt, boah, Wilhelm, das, was du gemacht hast, darauf bin ich stolz. Oder das hast du gut gemacht. Als meine Mutter dann ging, da habe ich mich, wie soll ich sagen, so verlassen gefühlt. Ich sag's mal so, da ist mein Kinderherz gebrochen. Die letzte Hoffnung, wo ich hatte, ist mein Kinderherz gebrochen. Was interessant ist, ich habe nach meinem Gefängnis, habe ich mal recherchiert, was meine Mutter anbelangt, und ich stellte fest, sie hatte nach mir noch mal 5 Kinder. Und ich habe sie alle kennengelernt. Und alle 5 Kinder sagen, sie war eine liebende Mutter. Was bei mir war, keine Ahnung. Dass mein Leben so eine harte Geschichte hat, hat eine Vorgeschichte. Und ich glaube, dass meine Mama mich ausgesetzt hat, hat auch eine Vorgeschichte. Ich kenne sie nicht. Aber eins kann ich Ihnen sagen, ich liebe meine Mutter. Ich habe so viel Liebe für meine Mutter in meinem Herzen. Krass. Das ist einfach bedingungslos, kein Vorwurf, nichts vorhanden. Gab es das mal oder war das einfach nie da? Weißt du, dadurch, dass ich meine Mutter ja nie richtig kennenlernte, war eher mein Vater derjenige, der schuldig ist, im Grunde genommen, als Kind. Weil meine Mutter kannte mich ja nicht. Aber was ich jetzt höre über meine Mutter, jetzt von meinen Stiefgeschwistern, die Frau kann man nur lieb haben, ist so eine... Also wenn sie noch leben würde, ich würde den ganzen Tag nudeln. Okay, dann danke für deine Geschichte. Und dann würde ich sagen, bitten wir den nächsten Teilnehmer einmal bitte rein. Krass. Okay, ja, also ich fand die Geschichte sehr authentisch, ne? Also auf jeden Fall hat er Aura, ne, und Charisma, ja, finde ich. Er ist ein Typ, ne, er wirkt, er kommt rein und er beherrscht den Raum. Also das ist was ich meine. Erstmal schon so, gut, er macht es schlecht überprüfbar, dadurch, dass es jetzt alles in Österreich oder in großen Teilen in Österreich spielt. Und ich, also das war so der Wackelpunkt bei mir mit diesem Kerker, was er da gesagt hat, verschärfter Kerker und diese Abstufung und so. Aber was mich auch noch interessiert hat, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, aber es war scheinbar eine Strafe in Österreich und jetzt hat er noch diese Bewährung. Ja. Wie funktioniert das jetzt in Deutschland, weil er lebt ja scheinbar hier in Deutschland. Ich weiß das nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass es Führungsaufsicht gibt, das ist tatsächlich diese Bewährung, die man bekommt, wenn man nach so langer Zeit auf freien Fuß kommt. Dann ist das sozusagen so eine Bewährungszeit, eine Führungsaufsicht. Aber wird das dann in Deutschland auch überprüft? Weil es war ja scheinbar was aus Österreich, oder nicht? Ich weiß es nicht. Was ich komisch fand, aber da fehlt mir wirklich tatsächlich, weil ich es jetzt am Amtsgericht machst du sowas nicht. Ne? Mhm. Deswegen, also dieses lebenslange Führungsaufsicht. Ich fand es ja auch sehr glaubhaft, die Geschichte. Wie Susanne vorhin schon gemeint hat, man sieht es einem Mörder nicht an. Mein erster Eindruck war, ein netter Opa, okay, hat halt Tattoos hier und da, aber... ich habe die ganze Zeit dieses kalte, kaltherzige gesucht beim Erzählen, vielleicht diese leeren Augen, aber er hat das irgendwie, ich habe ihm, das hört sich jetzt komisch an, aber gerne zugehört, auch wenn es schlimme Taten waren. Es war wie ein Opa, der mir eine Geschichte erzählt. Ja, er hat das gebracht und ich habe das Gefühl gehabt, er war sich so sicher in dem, was er sagt. So, ich könnte jetzt eine Frage stellen vor einer Sache, die er vor 8 Minuten gesagt hat und er würde exakt dieselbe Antwort bringen. Ich fand auch, wie er mit der Geschichte umgegangen ist. Also es war ganz anders wie im Vergleich zu den ersten beiden. Auch dieser Wandel danach, weißt du, das hat mir bei den ersten gefehlt. Das war so, aber bei ihm habe ich wirklich gespürt, dass er die Taten bereut. Das war jetzt kein, ja, ich sag das jetzt mal vor Kamera, sondern das hat sich so echt alles angefühlt. Und auch dieses, dass er sagt, dass er seine Mutter liebt, das zeigt mir, dass er damit schon sich extrem damit beschäftigt hat und für sich selbst, genau, und nicht gesagt hat, yo, ich hasse die Alte oder was weiß ich was. Okay, was sagen wir zu dem? Gar nicht gezögert. Was sagen wir zu dem? Also ich finde ihn auf jeden Fall authentisch, ne, aber was die Jury sagt, stimmt halt auch, ne? Welcher Punkt jetzt? So, ja, nee, was halt die Richterin oder was halt der daneben gesagt hat, der Cutter quasi. So, stimme ich denen schon zu. Ja. Aber trotzdem kommt er sehr authentisch rüber, keine Aber Ahnung. Aber wir gehen jetzt mal rein nur von den Erzählungen aus. Hm. Na, rein von den Erzählungen, muss ich sagen, gehört er mit zu den Besten, weil es war alles sehr detailliert, weißt du? Der konnte Tage nennen, er konnte alles wiederholen, er konnte wie aus der Pistole geschossen alles erzählen, weißt du? Er hat halt, er kommt aus der damaligen Zeit noch, weißt du? So, und das ist das, was für mich es ein bisschen nochmal anders macht, weil so, ich weiß nicht, zur damaligen Zeit war ja alles nochmal viel, viel
ich glaube, strenger so. Ja, anders, jetzt ist ja alles viel lockerer geworden, weißt du, mittlerweile. So. Keine Ahnung, könnte zutreffen und auch so, was ihm halt einen Vorteil verschafft, ist, dass die ganze Geschichte auch in Österreich war. Ja. So, weil wir wissen halt nicht die Strafe da, wie die da agieren. Hm. Checkst du? Dann kannst du gerne mit deiner Geschichte starten. Hallo. Ich bin Ralf, 47 Jahre alt und habe 3 Menschen. Der erste war, als ich im Alter von 18 meine erste große Liebe hatte. Dann hatten wir einen gemeinsamen Kumpel, der hat... Guck mal, der ist es nicht. Der muss die ganze Zeit schmunzeln mit seinem Mundwinkel. Ja. Und der guckt die ganze Zeit die Kamera an. Er kam auch direkt rein, so das Erste, was er sagt, hallo, mein Name ist und ich habe... Ja, weißt du, ja. Der ist es nicht, Brudi. Eine damalige Freundin mit... und mehrfach vergessen. Als wir herausgefunden haben, dass er es war, habe ich seine Lieblingsstrecke im Wald, er war begeisterter Mountainbiker, hatte einen Hill to Death damals genannt auf der Alp, wo er mit dem Mountainbike im Wald unterwegs war. Dann war da ein Stamm, habe ich ihm da in den Weg gelegt und er fuhr damals, wie man das damals so gemacht hat, ohne Helm natürlich. Ach, Delfer. Und stürzte über den Stamm und hat sich da dabei nicht nachgewiesen werden, bis heute nicht. Das war ein tragischer Unfall. Der Zeit war, als ich ein paar Jahre älter war, gerade ins Berufsleben gestartet. Und einen Kumpel hatte, der zuerst nur eine kleine Summe Geld von mir leihen wollte, um später dann die zurückzuzahlen. Die hat er aber... Der spielt doch die ganze Zeit mit seinem Finger. Ja. Der ist es nicht. So, der hält seine Hand und macht die ganze Zeit so. Deswegen, also. Ich glaube, der Dritte ist es. Bis dato nie zurückbezahlt und hat mich immer um mehr und mehr Geld eingebettelt. Ich ging Vollzeit arbeiten, habe noch einen Nebenjob in der Gastronomie gehabt damals, nur um praktisch ihn zu finanzieren. Und er hat eine Drogenkarriere gestartet und ist dann heroinabhängig gewesen und hat mich ausgepresst wie eine Zitrone. Das habe ich mir nicht gefallen lassen und habe mir dann Material besorgt, um ihm den Gold. Also im Delir lag, habe ich ihm die auch wurde nicht nachgewiesen. Mit Ende 20 war ich dann so weit, dass ich eine Partnerin gefunden habe, die allerdings mit einem deutlich älteren Mann verheiratet war. Der war um die 20 Jahre älter. Die hatten 2 kleine Kinder und wir haben uns unsterblich verliebt. Dann war das Problem nur, wie kommt sie von diesem Mann weg? Der Mann ging auf Geschäftsreise, sie hat in der Apotheke gearbeitet und hat mir Material weggebracht, um den Mann praktisch in einem der Hotels, wo er übernachtet hat. Das Tolle war damals, ich hatte einen Arzt in der Stadt gekannt, der ein Spätzl von mir war, und hat den Hof ausgestellt. Nur wurde leider obduziert und da kam raus, dass es eines unnatürlichen Todes war und das Alibi ist geplatzt. Dementsprechend wurde ich für diesen Mann verurteilt. Im Laufe der Ermittlungen kam dann noch raus, dass eventuell auch umgebracht wurde, was ich dann vollumfänglich gestanden habe und saß dann 20 Jahre im Knast. 20 Jahre im Gefängnis. Hast du jetzt noch so eine Sicherheitswahrung oder Verwahrung? Nein, habe ich nicht. Okay. 20 Jahre gute Führung, positive Prognose. Musst du da so einen Antrag stellen oder? Ja, das geht über Antrag und über Anwalt dann und dann wird geprüft mit Psychologen und so weiter, wie der Zustand ist und wie man sich eventuell verhalten kann. Bereust du die Taten heute? Ja, und auch bei ihm ist wieder die Frage, die ersten 2 Fälle kamen nicht raus, dass er das war, ne? Also das konnte nicht zugewiesen werden oder nachgewiesen werden. Aber er setzt sich jetzt hier in ein Format von Nime Sky, was sehr, sehr bekannt ist, ja, im ganzen was Land. Mehrere Millionen was gefühlt jeder guckt, Digga, und erzählt darüber. Unauthentisch. Weil ist ja auch schon mal aufgefallen, bei allen, die eine dritte Story da ergänzend haben, ist es noch nicht aufgefallen. Zum Beispiel bei dem Apotheker und bei dem. Hm. So, weißt du, warum haben die das gemacht? Weil die brauchen 3 Müll, weißt du ja, ne? Ja. So, damit die Story richtig ist. Ja. Das heißt, eine Story haben die wahrscheinlich einfach da reingeknallt. So, ja. Checkst du, weil die 3 brauchen. 3 Geschichten brauchen die definitiv, weil 2 ist nicht ausreichend. Ja. Und das sind so 2 Aspekte für mich, dass die 2 lügen. Der Opa, der Dritte, der ist der Glaubwürdigste. Nicht alle. Da ein Teil davon wirklich eigentlich eine Erleichterung meines Lebens war, nachdem die Menschen nicht mehr da waren. Okay, und welche waren das? Das war zum einen derjenige, der meine damalige Freundin und zum anderen auch der mich finanziell wie eine Zitrone ausgepresst hat, wo ich keine Luft mehr zum Atmen hatte, weil sie ja meine kompletten Einkünfte im Endeffekt aufgefressen hatte. Ich wusste nicht, wie ich sonst aus dieser Zwickmühle rauskomme. Das heißt, du stellst ein Menschenleben, du stellst Geld über. Ja, in dem Fall ja. Mit wie alt kamst du ins Gefängnis? 27. Nein, 25. 25, nicht 27. 20 Jahre gesessen? Ja, vor 2 Jahren rausgekommen. Okay, und was bewegt dich hier heute mitzumachen bei dem Format? Die Geschichte zu erzählen. Okay. Die Fragen? So. Hast du jetzt noch, wenn du sagst, du bist vor 2 Jahren rausgekommen, hast du jetzt noch irgendwie Bewährung oder sowas? Ich habe eine Auflage, dass ich mich alle 3 Monate bei der Polizei melden muss, dass ich also praktisch nicht ausgewandert, verschollen oder sonst was bin. Das geht nochmal 2 Jahre, also insgesamt 4 Jahre. Und ansonsten bin ich wieder im sozialen Leben angekommen. Ich bin über eine Zeitarbeitsfirma in verschiedenen Unternehmen als Lagerhelfer tätig. Wie ist deine Entlassung sonst vorbereitet worden? Mit Bewährungshelfer, dann, wie die deutsche Bürokratie ist, eher schlechter als gut. Wie alt warst du, als du diese abhängige Person? 22. Mit 22? Und mit wie alt der dritte Opfer?
der ältere Ehemann von dieser Frau? 24. Mit 24. Okay. Wenn du nicht verhaftet würdest, glaubst du, du hättest weitergetan? Glaube ich nicht. Es sei denn, ja, man weiß es nicht. Man er lacht einfach. Hätten sich noch mehrere Baustellen im Leben aufgetan, hätte man sich vielleicht doch noch den einen oder anderen lassen müssen. Was macht das mit dir, zu wissen, dass Menschen durch deine Hand? Lässt mich relativ kalt. Weil ich den Eindruck habe, die haben es auch verdient gehabt. Ist das auf irgendwas zurückzuführen? Gab es irgendwelche besonderen Ereignisse in deiner Kindheit? Oder? Meine Eltern haben sich früh getrennt. Die Mutter ging zum Arbeiten, um die Familie zu ernähren. Wir sind mehr oder weniger bei Opa und Oma aufgewachsen mit meinen Geschwistern. Aber ob das ein Auslöser an der Sache war, dass ich so einen Hass auf Menschen habe, die in meinen Augen nicht wert sind zu leben, ich weiß es nicht. Das war das Einzige? Das war das Einzige, ja. Okay. Man hört immer noch so ein bisschen aus deinem Unterton die Abfälligkeit raus gegenüber den Sachen. Das heißt, so ganz Reue ist da ja nicht vorhanden, beziehungsweise dass du das jetzt irgendwie anders denkst, irgendwie vielleicht in eine andere Richtung gegangen bist? Oder wie würdest du denn sagen, wie ist denn der genaue Stand jetzt? Ich habe die Strafe abgesessen, die ich ja mit gutem Grund aufgebrummt bekommen habe, aber ich würde aus heutiger Sicht nicht anders handeln, wie ich es damals getan habe. Wobei ich mit der Knasterfahrung jetzt auch heute die Sache entspannter angehe und... Ja, aber dann kann ich nicht sagen, dass er das bereut. Also bereut er das sich, wenn er sagt, ich würde das genauso angehen wie damals, heute. Ja. Checkst du? So, das macht absolut keinen Sinn, Bro. Mit Sicherheit keiner mehr nach dem Leben brachte. Was ich mich jetzt frage, was war die festgesetzte Strafe? 20 Jahre? Ursprünglich waren es 23 Jahre, dann ging es aber wegen guter Führung mit den Auflagen zur Haftentlassung. Okay. Geht das denn überhaupt? Es klingt ja gerade so, als würdest du die Taten nicht bereuen. Ich denke mir, wenn man vorzeitig rauskommt, Danke. Dann muss man wahrscheinlich einiges dafür. Psychologen ja das erzählen, was sie hören wollen. Okay. Das wird nicht festgestellt durch Gutachten oder... Kommt drauf an, wie der Gutachter tickt. Er lacht. Die Motivation für diese dritte Mord. Du warst in eine Frau verliebt. Ja. Und du wolltest der Mann beseitigen. Wie hast du die kennengelernt? Ich habe damals beim Nebenjob, ich hatte wieder einen Nebenjob in der Gastronomie, hat sie einen Mädelsabend gehabt mit Freundinnen. Wieder ein Job bei der Gastronomie? War denn nicht gerade noch Lagermitarbeiter in der Lagerhalle? Ja, ich glaube schon. Wieso jetzt wieder in der Gastronomie? Ja. Der ist das auch nicht. Der ist... Nein. Und wir haben da geflirtet und uns aufgepasst. Kennengelernt, Nummern ausgetauscht und so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Wie alt war sie damals? Sie war damals ein Jahr jünger als ich. Und du warst spät 20? Also ich war 24, sie war 23. Ihr Partner war damals 43. Beim ersten Durchlauferzählung, dieser Teil deiner Geschichte, du hast gesagt, du hast die Frau kennengelernt mit spät 20. Hab ich auch. Spät 20, dann habe ich mich da... Ende 20. Ah! 20. Ein anders als er. Raus! Ja. 24 ist eher Anfang 20, würde ich sagen. Mitte 20. Raus! Dann danke dir erstmal für deine Geschichte. Dann würde ich sagen, besprechen wir uns. Endlich! Also ich muss sagen, ein bisschen schockiert bin ich schon irgendwie von der letzten Geschichte. Ich hoffe, dass es nicht der Wahrheit entspricht, weil 0,0 Reue. Ich glaube seine Geschichte nicht. Drei Gründe. Ich glaube auch nicht. Erstens, sehr gut. Fing er an mit Ende 20, wollte er der Mann von dieser Frau töten. Und dann doch 24. Dann habe ich direkt gefragt, mit wie alt warst du, als du ins Gefängnis kamst? Dann sagt er 27. Oh nein, 25. Und dann für mich am verdächtigsten, ich habe gefragt, du warst in eine Frau verliebt. Wie hast du sie kennengelernt? Und dann hat er überlegt. Wenn ein Mann so in eine Frau so verliebt ist, dass er ganz verrückt den Mann beseitigen will, er muss nicht lange überlegen, wie habe ich sie kennengelernt. Walla, stark, Mann! Ryan ist eine Maschine, Bruder. Schwach alles. Ryan ist echt eine Maschine. Stark analysiert. Sehr stark. Einmal jeder die Zahl reinschreiben. Was denkt ihr, wer es war? 1, 2, 3 oder 4? Jetzt reinschreiben, let's go. Ich sag, es ist 3. Was sagst du? 3, ja. Okay, let's go. Es ist einfach, ich habe 33 Jahre in einer psychischen Einrichtung verbracht, weil ich für einen Menschen verantwortlich bin. Ich bin 48 Jahre alt und habe 3 Menschen. Auf einmal habe ich einen zu Boden geschlagen und habe seinen Kopf auf den Rand. Ich bin Ralf, 47 Jahre alt und habe 3 Menschen. Boah, krass. Heftig. Ja, Opa Willi. Ich will mich jetzt auch nicht freuen. Wir hatten recht. Krass. Boah, Bruder, aber überleg mal, wie traurig dann sein ganzes Leben ist. Was für eine traurige Seele der sein muss, ne? Alles sehr hart. Dass der überhaupt eigentlich noch Lust hat auf sein Leben aktuell und so, weil der sagt ja, er ist jetzt aktuell verheiratet, er hat einen Job, er hat das und das, er hat ja wieder Spaß am Leben gefunden. Ja, resozialisiert so, ja. Wow, Bruder, Respekt, ja, Alter. Willi, danke, dass du deine
unglaubliche Geschichte geteilt hast. Ich habe ein paar Fragen. Stammst du aus Deutschland oder Österreich? Ich komme aus Deutschland. Wir haben damals nur so Campingurlaub gemacht. Von Deutschland nach Österreich. Verstehe. Du hast vorher erwähnt, du hast Kinder? Ja, zwei Söhne. Wie würden deine Söhne dich als Vater beschreiben? Also ich kann, pass auf, ich sag's mal so. Ich wohne im Erdgeschoss. Meine Söhne sind 27 und 24 Jahre alt. Und wenn sie am Haus vorbeilaufen und sie sehen mich, Papa, ich liebe dich. Also ich habe ein sehr inniges Verhältnis zu meinen Söhnen, meine Söhne auch zu mir. Weißt du, und das, man liest immer von den Genen des Vaters. Für Werbeproduktionen und bin zufällig auf das Format. Hast du schon mal ganz kurz bei Aktenzeichen XY mitgemacht? Hatte ich schon mal eine Anfrage, hat bisher noch nicht geklappt. Okay, kann man. Nein, aber ich war schon mal im Tatort dabei, als Polizist oder auch mal als. Und habe insofern schon ein bisschen Kameraerfahrung und habe mir überlegt, ja, was erzähle ich hier der Jury? Und ich bin jetzt, sage ich mal, kein großer Typ, der irgendwie ja, tätowiert ist oder mit Waffen umgeht, wo man jetzt irgendwie ein Gewaltverbrechen abnimmt. Und meine Idee war einfach, dass ich einen Mord begehe, aber auch eine Botschaft rüberbringen will, eben, dass ich halt Menschen, die selbst eine Tat begangen haben. Also war natürlich ein krasses Thema, auf jeden Fall, aber hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Also war schön. Krass, hier was sein ein Schauspieler, Alter. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Ja, was ich bin, eigentlich heiße ich Malte, bin 44 Jahre alt und befinde mich in der Ausbildung zum Schauspieler. Das Thema an sich hat mich gereizt. Hast aber ganz schlecht geschauspielert, ja, Malte. Gut war das nicht. Nee, die ganze Zeit gelacht und so. Und ich bin auch begeistert. Gut, dass du die Ausbildung machst. Richtig. Sachen Monolog bzw. Impro zu machen. Und dann hatte ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet. Ich war am Wochenende unterwegs und habe zwei Showreels gedreht. Das heißt, da war relativ wenig Zeit. Und habe gedacht, ich bringe das jetzt mal so weit, wie es geht, rüber. Und wenn du nach Aktenzeichen XY fragst, ich war schon 7 Mal beim Drehort und bin dort eigentlich... daher kommst du mir vielleicht ein bisschen bekannt vor. Das kann sein, ja. Du bringst auch diesen creepy Vibe, finde ich, sehr, sehr gut rüber. Danke. Ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, bitte, der ist es nicht. Nee, so, so eiskalt und so. Also mit dem fahre ich nicht Fahrstuhl. Also nee. Egal, ob was ist oder nicht. Eigentlich bin ich ganz handsam. Und wie alt bist du? 44. 44. Okay. Okay. Hat auch echt gut gemacht. Ja, war auch sehr gut. Alle drei waren sehr gute Schauspieler. Super. Ich bin 60 Jahre alt, bin schon Rentner. Und seitdem ich Rentner bin, habe ich die Schauspielerei für mich entdeckt. Ich habe als Komparse angefangen. Und das war mir dann sehr schnell zu wenig. Und einfach alle Schauspieler gewesen, Alter. Ey, krass. Voilà, ey, aber sehr, sehr heftige Folge. Ja, Mann. Ich frage mich halt wirklich nur, wie die diesen Willi bekommen haben für diese Folge. Man muss sagen, man muss ein großes Lob halt an das Format aussprechen von hier, von Naim und so. Da, wir sehen das einfach nur hier und wir haben 1:30 geguckt, aber die sagen, seit einem Jahr sind die da dran. Wahrscheinlich mussten die hier eine Einwilligung einschicken, Anwalt, dies, das, Richterin, bla bla bla. Mhm. Das ist hart, Bruder. Also Respekt an das ganze Team, was dahinter steckt. Geiles Format, geile Folge heute. Ja, mit geil. Die beste, die in letzter Zeit sogar rausgekommen ist. Sehr starke Folge, sehr, sehr spannend auch. Ja. Mhm. Voilà. Ey, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Yes. Schreibt auf jeden Fall Rest in Peace für Sandro, weil er jedes Wort leider zensieren muss. Es tut mir leid, mein Bruder. Lasst gerne Liebe für den Bruder da, motiviert ihn in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video, haut rein. Ciao, ciao.